Mein Name ist Sven Bledung von der Heide und ich bin der Geschäftsführer der Volucap GmbH. Volucap ist die Kurzform für Volumetric Capture, also volumetrische Aufnahme. Das heißt, wir können Umgebung und Szenen oder auch Personen halt filmen, aber mit tiefen Informationen und das alles in Bewegung. Die Idee kommt im Grunde daher, dass wir ein großes Problem derzeit sehen in der ganzen VR-Welt. Weil es gibt jetzt das Metaverse, es gibt VR-Brillen, Mixed-Reality-Brillen, aber man kann in all diesen Umgebungen immer nur leere Welten sehen oder Welten mit irgendwelchen animierten Figuren. Man kann aber keine echten Menschen treffen, die authentisch aussehen. Und dieser Missing Link, der musste geschlossen werden. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen ein Verfahren entwickeln, was möglichst einfach und auch für kreative Personen zugänglich ist, sodass wir auf diese Weise Menschen-Stories in diese ganzen virtuellen Welten hineinbringen können. Die gesamte Kommunikation wird sich auch maßgeblich ändern, wenn wir anfangen, mehr mit innerhalb von Brillen zu kommunizieren in den nächsten Jahren. Also wir sind geführt an so einem kompletten Umbruch, was Kommunikation und Medien- und Unterhaltungswelt betrifft. Und das ist super spannend, in dieser Zeit dabei zu sein und auch vor allen Dingen diese Zeit aktiv mitgestalten zu können durch eine eigene Technologie, die man mit in den Markt hineinbringt. Ich bin sehr, sehr optimistisch der Zukunft gegenübergestellt. Also wenn ich sehe, was alles für neue Geräte rauskommen, neue Technologien, auch ich sag mal, was Umweltfaktoren betrifft, was da an Entwicklung alles passiert. Da sind so viele interessante Technologien, auch mit Machine Learning, die jetzt alle so mehr und mehr zusammenlaufen. Man muss sich vorstellen, bei den Produktionen, die wir haben, entstehen massive Datenmengen. Also wirklich 100 Terabyte in 20 Minuten, das ist richtig, richtig viel. Und diese Daten müssen gespeichert, verarbeitet und prozessiert werden und geliefert werden. Und Huawei bietet die komplette Kette. Das heißt, wir haben die Infrastruktur, wir haben das Speichern und wir haben Processing in dieser gesamten Kette drin, die von Huawei geboten werden können. Und das ist ein Riesenvorteil. Nur als Beispiel, alleine mit den Speicherlösungen von Huawei können wir 10-mal schneller die Daten speichern und haben sie schneller verfügbar.